Hallo Freunde, heute zeige ich euch mal etwas aus meiner alten Heimat, das Rittergut Osthoff bei Georgsmarienhütte, um das ein schöner Rundweg führt. Hier ein kleiner Teich mit Schwänen, Entchen und dort hinten die Sehenswürdigkeit dieses Wanderweges, ein kleiner Wasserturm oder ein kleiner Turm, der halb im Wasser steht. Da werden wir jetzt gleich mal dran vorbeigehen. Würde ich mal auch sagen, hat gerade der kleine Max gesagt. Meine heutige Wanderbegleitung. Ja, genau. Hier sieht man den wunderschönen Turm. Der Wanderweg 10. Hier links ab. Hier ist der Eingang zum Turm. Natürlich verschlossen und man darf hier auch leider nicht hinein. Es ist sogar zugeschraubt. Ein Blick nach oben. Schön. Jetzt ein bisschen im Schatten. Dieses ist der alte Turm. Hier geht der Wanderweg weiter. So, hier an dieser Stelle sind wir jetzt von dem Zuweg kommend durch einen relativ jungen Wald. Naja, teilweise stehen auch ein paar ältere Bäume. Das ist der Zuweg und hier beginnt jetzt der Rundweg, entweder links oder rechts herum. Hier könnten Molche runter sein. Nein, das glaube ich nicht, dass es Molche sind. Dafür laufen hier zu viele Leute lang. Schwer, ne? Ja. Guck mal, ein Turm. Und hier ist auch das Naturschutzgebiet. Ja. Das heißt, wie immer bei Naturschutzgebieten, auf den Wegen bleiben, Hunde sind anzuleihen, etc. Ihr kennt ja die Regeln. Ja. So, hier geht's weiter. Ja, nachts. Hier, ziemlich zum Beginn des Rundweges, sieht man auch nochmal das Rittergut von hinten. Von der Rückseite. Näher dran werden wir heute nicht kommen. Ein Blick über weite Wiesen. Unser Weg führt uns jetzt hier entlang dieses Zaunes, dieser Wiese, bis wir dann irgendwann später wieder in den Wald hinein abbiegen werden. Mein persönlicher Dank geht heute an Miriam, die mir auf ihrem Instagram-Profil diesen Wanderweg gezeigt hat. Obwohl meine Mutter hier schon seit über 60 Jahren wohnt, wir kommen aus Hagen, haben wir diesen Weg noch nicht gekannt und auch das Rittergut war uns bisher unbekannt. Also danke an Miriam.
kurze Frage an die Botaniker unter euch. Ist das eine Kirsche? Muss ich hier nochmal hin? Ja, das ist eine Kirsche. Eindeutig Kirsche. Ja. Also in 3-4 Monaten Ernten kommen. Ungefähr auf der Hälfte des Rundwanderweges Nummer 10 stehe ich hier vor einer Bank mit einer hervorragenden, schönen Aussicht auf Kloster Orbeck. Und das Kloster Orbeck ist rechts und links ist Holzhausen. Links Holzhausen. Hier befinden wir uns jetzt an einem weiteren Parkplatz, der zu dieser Rundwanderung Nummer 10 gehört. Auch wieder mit einer Bank. Hier könnte man parken. Wir wandern hier noch ein kleines Stückchen bergauf. Nur ganz seichte Steigung. Eigentlich überhaupt kein Problem. Ungefähr die Hälfte sollten wir jetzt tatsächlich geschafft haben. Hier haben wir jetzt den Rundweg beendet und laufen nun wieder zurück zu dem Zuweg zum Rittergut Osthoff, den wir auch schon am Anfang gegangen sind. Das heißt, ab hier laufen wir jetzt die gleiche Strecke wieder zurück. Hallo Freunde, nach gut 5, irgendwas Kilometern sind wir hier wieder am Rittergut angekommen. Fehlen nur noch knappe 100 Meter bis zu unserem Parkplatz. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, ob ihr diesen Wanderweg kennt, ob ihr das Rittergut überhaupt kennt. Schreibt es mir gerne mal unten rein. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Finde ich toll. Und wer noch nicht und wenn ihr möchtet, würde ich mich über ein Abo freuen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann bei der nächsten Wanderung, Kanutour, Parkwaff-Tour oder wie auch immer. Mal schauen, was mich als nächstes erwartet. Also, bis dahin, macht's gut.